Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind angekommen zum letzten Vlog von FC Frieda Gaming. Finalrunde, erstes Spiel, Achtelfinale gegen Yolo Touré. Seid gespannt, wie weit wir gekommen sind. Also die waren Favorit auf den Titel. Mal gucken, wie weit wir es geschafft haben. Wir sehen uns im Outro. Macht's gut. Lasst gerne ein Like da. Letztes Frieda Gaming Video hier für einen gewissen Zeitraum. Macht's gut und ciao. Hallo. Ja, wir werden auch ein bisschen. Das darf nicht passieren, Digga. Oh mein Gott, hat der lange. Komm! Weiter, Jungs! Spielen! Ja! Jetzt haben wir alles frei. Ja, es ist so scheiße irgendwie. Und egal, wie du den Ball in der Mitte bekommst, probier's! Oha! Leute! Was machen? Aber das klingt gut. Gut! Schlag! Richtig! Richtig! Das ist schön. Mach's. Probier's. Ja! Ja! Komm, du geile Sau! Schön! Ja, ja, tschüss! Das ist die gelbe, das ist die gerade. Hä? Beschwert er sich gerade? Lass ein! Richtig so, richtig so! Der Ball! Aber die machen ja keine Chaya-Klasse. Ruhig! Das ist jetzt drin, Nina, das ist drin. Oh mein Gott! Ich weiß es nicht. Hört auf. Doch, aber. Und nichts da! Können die Fans wissen? Eine tumultige Situation hier. Wir sind gestresst. Ah! Wir sind relaxed. Augen auf. Augen auf. Wie steht's? Augen auf. Wunderbar.
Also im echten Fußball ist so, einer muss auf dem Feld bleiben und dann muss der Schiri warten, bis alle auf dem Feld sind, alle Spieler. Aber da alle auf dem Feld waren und sogar noch mehr, darf der eigentlich auch nicht weiter spielen. Ja! Ja! Scheiße seid ihr, Alter. Wie scheiße seid ihr. Ja! Auf der linken Seite sehen wir Loser vor Orange. Ganz genau. Unsere Jungs und machen. Auf geht's, Leute! Auf geht's! Oh, Brasilianis! Wow. Brasilianis! Komm, wow. Komm! Maurice! In die Highlights! Wenn Maurice schießt, immer in den Highlights. Guter Hack gepasst! Bockstark, Yannick! Yannick, du bist nicht eine Sau! Der tut so, als würde er sich hier und dabei hören, der uns dann. Ich glaube, der uns dann. Robert! Analyse bis jetzt? Analyse sagt, Baba, Spiel, aber wir brauchen Tor. Tor kommt bald. Glaub mir. Auf sein Nippel. Leute, euch an! Sometime is maybe good, sometime is maybe shit! Guck mal, hier mit Regenbogen. Geisteskranke Halbzeit mit Regenbogen. Ich hab ihn idyllisch! Das wäre so gut, wenn die das auf das Tor spielen. Nein! Jawohl, wir! Ja! Nix! Viertelfinale gerecht. Nochmal kurz zum ersten Spiel. Da hat ja Pablo eine rote Karte gekriegt. War ein bisschen unverdient, finde ich, weil die haben halt direkt weitergespielt, obwohl wir noch alle auf dem Feld gefeiert haben. Aber der Schiri hat gesagt, er hat kein Tor angepfiffen, deswegen konnte er nicht sagen, er hat da jetzt nicht angepfiffen und konnte das Tor, diese rote Karte oder den Freistoß dann abwecken. Dadurch hat dann Pablo wahrscheinlich unser wichtigster Spieler im zweiten Spiel gefehlt. Das war auch ein Grund, warum wir dann wahrscheinlich rausgeflogen sind. Genauso hat Konzi einen Schlag auf den Schienbein bekommen. Und ist deswegen dann fürs zweite Spiel leider ausgefallen. Deswegen war es bei uns dann Schluss leider im Viertelfinale. Hat auch vielleicht ein bisschen die Ausdauer und die Kraft gefehlt, weil wir uns im ersten Spiel extrem eingeworfen haben, um den einen von den Titelfavoriten halt rauszuschmeißen. Ich kann euch hier auch gleich einen kleinen Einschnitt nochmal reinschneiden von, dass da viele gesagt haben, dass Jule Touré das holen wird, aber wir haben die rausgeworfen. Und kein Favorit natürlich Jule Touré, ist ja klar. Abschieds-Touré, Jule Touré, mein Favorit. Definitiv nein. Aber dann gegen die zweiten Gegner, Deportivo Palta, wurde es dann leider nichts mehr. Die kam dann noch bis ins Finale
und ein guter Kumpel, unser Fotograf, der hat das Ding dann mit nach Hause geholt. Gönnt natürlich ihm, aber es hätten uns auch mehr weiterschaffen können. Vor allem mit Pablo und Konsti hätten wir auf jeden Fall das Spiel gut gewinnen können, denke ich. Das war das letzte Video hier von FC Fehler Gaming 1000 für auf jeden Fall ein Jahr. Und vielleicht sehen wir uns in der Halle wieder. Mal gucken, ob ich da was nehmen werde. Genau, macht's gut. Lasst mir gerne nochmal ein Like und ein Abo da für das letzte Video. Und wir sehen uns bald. Macht's gut und ciao.